Hallo und herzlich willkommen zur FIFA 17 Karriere mit dem FC Schalke 04. So sollte das Video jetzt eigentlich anfangen. Ja, wenn ich jetzt hier gleich nicht mehr zu sehen bin, dann geht's weiter und zwar mitten mit dem Spiel in Bremen, beziehungsweise gegen Bremen in der Bundesliga. Da führen wir zu dem Stand 1 zu 0. Ich glaube, das Tor hat Klaas-Jan Huntelaar geschossen für uns. Wir spielen leider erst bei der 74. Minute weiter. Warum? Ja, weil meine Game Capture HD irgendwie beim Aufnehmen von dem Spiel gegen Bremen ja irgendwie einen Fehler gemacht hat oder irgendwas nicht gestimmt hat. Ja, und jetzt kann ich diese Videodatei nicht verarbeiten, beziehungsweise auch nicht mit einem anderen Video zusammenfügen. Ja, und jetzt fehlt leider die erste Halbzeit und noch ein Stück der zweiten Halbzeit und halt eben auch das Tor. Also ich kriege es jetzt noch irgendwie hin, aber dann werdet ihr mich jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Und ja, ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß und es passiert trotzdem noch was im weiterfolgenden Video. Viel Spaß mit dem Spiel gegen Bremen. Ja, jetzt bin ich doch noch mal ganz kurz da und zwar zeige ich euch mal ganz schnell das Tor noch. Ich denke, das habt ihr euch verdient, dass ihr das noch seht von Klaas-Jan Huntelaar. Rashford, Gabriel Jesus und Huntelaar in die Rückrunde und vielleicht Guido Burgstaller ausleihen, weil der kommt bei uns nicht richtig zum Zug. Ja, und wenn er dann spielt, dann nicht gerade so überzeugend. Ja. Deswegen einfach mal gucken. Kolasinac auf Huntelaar! Ei, ei, Captain! 1-0 FC Schalke 04. Ein super Tor. In der 23. Spielminute. Da ist er wieder, der Hunter. Und sehr Kolasinac mit der Torvorlage hier super. Und dann fackelt er nicht lange. Und der Captain höchstpersönlich, der Interims-Captain, mal hören, wie das nicht spielt. Ja, da bin ich zurück. Ich denke, ihr habt es am Ende des letzten Videos gemerkt oder jetzt gerade bei dem Cut gerade, da hat irgendwas mit der Aufnahme nicht ganz gestimmt. Das hat es ein bisschen verzogen. Ihr habt soweit nichts verpasst, kein Tor. Nächstes steht 1 zu 0, 74. Spielminute. Ich hoffe, es geht jetzt reibungslos. Ja, ja, wir spielen einfach weiter. Ich weiß nicht, was es ist. Sorry auf jeden Fall für diesen kurzen Fehler und die Unterbrechung, aber ich denke, es verkraftbar. Ich muss jetzt mal ein bisschen drauf schauen auf die Game Capture HD, weil das ist schon ungewöhnlich. Also das ist mir jetzt auch noch nicht passiert, aber gut. Manchmal passieren solche Dinge. Tor ist zumindest keins verpasst worden. So, Retzka, schade. Choupo-Moting haben wir auf jeden Fall gebracht für Daniel Caligiuri. Na, komisch jetzt, das verwirrt mich gerade ein bisschen. Aber gut. Ist wohl so. Für Bremen geht es als nächstes zu Hause gegen Frankfurt. Aber jetzt müssen wir uns auf dieses Spiel noch konzentrieren. Es sind noch 11 Minuten, wir führen nur 1 zu 0. Und das ist auch unser Problem. Offensiv ist noch nicht so Bombe. Also in der Europa League ja. Im Pokal auch, aber in der Liga noch nicht. Aktuell wären es jetzt 10 Spiele, 10 Tore. Das ist im Schnitt ein Tor pro Spiel. Ja, also so 1,5 bis 2 Tore pro Spiel wären schon schöner. Und werden wir auch brauchen für den Champions Cup Platz. Auch das ist klar. Was macht denn Kolasinac da? Glück gehabt und Bremen wechselt gleich nochmal. Boah, was war das für ein Ding, ey? Das war unnötig. Burgstaller. Sieht gut aus. Spielt auf Erik Maxim. Schuppo. Mo. Ting. Der macht den Deckel nicht drauf. Was war das denn für eine Rettungstat vom Keeper? Oh, spektakulär. Und Burgstaller mit der Balleroberung. Burgstaller, schade. Er kämpft zumindest und hängt sich rein. Moisander. Kruse. Langer Ball, der ist gut. Vorsicht, jetzt kann er einen Doppelpass spielen. Richtig stark gemacht von den Bremern. Eilers. Au, in den Rückraum. Stambouli, gute Klärungstat. Und dann geht er drüber und dann ist schon Nachspielzeit und dann. Und dann ist das Spiel hier gleich vorbei. Aber Bremen kriegt möglicherweise noch eine Möglichkeit. Und was für eine! Das gibt's doch nicht, ey, Freunde! Das kann es nicht sein! Meine Fresse, Lorenzen! Was ist mit dieser Abwehr los, ey? Das ist so zum Kotzen. Schaut euch das jetzt an. Dieser Pass darf niemals so passieren. Fährmann dran, aber was soll er machen?
1-1. Super. Ja, so, ey, geil, Freunde, das ist richtig, richtig geil. 1-1 zu Hause gegen Bremen in der 93. Spielminute durch Lorenzen. Und wir werden wieder um unsere 3 Punkte gebracht, beziehungsweise 2 Punkte haben wir damit verloren. Er ist super. Wahnsinnig geil. Echt, das ist ja nicht das. Nee. Ja, weiß ich ehrlich gesagt gerade auch nicht, was ich dazu sagen soll. Bin ich gerade auch echt ein bisschen einfach, kotzt mich gerade, wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen an. Und somit bleiben wir 14. 11 Punkte. Mann, Mann, Mann. Kann nicht wahr sein. Wen trainieren wir denn noch? Trainieren wir jetzt Embolo oder Goretzka? Ich würde Embolo ganz gern trainieren. Der hat schon 12 Millionen Euro Marktwert. Nicht schlecht. Ja. Gut. Da sitzt jetzt einfach der Schock wieder ein bisschen tief. Haben wir eigentlich, also irgendwelche tollen Torschützen haben wir auch nicht hier, ne? Also das ist zu schwach, Freunde. Das ist zu schwach. So kommen wir nicht voran. Die News nochmal, Sperre abgelaufen. Thilo Kehrer darf wieder spielen und Ronaldo wollte ja eine Pause, die hat er bekommen. Jetzt würde ich aber ganz gerne schon mal wieder gleich mal für Nastasic Hövedes reinpacken. So, gut, ist jetzt auch schon mal geklärt, dann haben wir ihn wieder drin in der Mannschaft. Gut, die Kapitänsbinde müssen wir ihm nochmal noch wieder geben. Der hat aktuell Koke, aber das ist jetzt mal nicht so wild. So, und dann geht's erstmal durch die Länderspielpause. Können wir Kräfte tanken. Trainieren können wir nochmal schnell. Was ist denn jetzt schon wieder? Warum kann denn Embolo nicht? Weil er auf Länderspielreise ist. Grandios. Ja, es ist super. Dann lassen wir halt Goretzka trainieren. Donnarumma, sehr schön, geht auf eine 81, denn wir wollen natürlich auch, weil wir haben eine relativ hohe Ablösesumme festgesetzt mit 18 Millionen Euro, die soll sich natürlich dann auch rentieren. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie viel der Marktwert hat. Oh, Goretzka, Leon Goretzka, Marktwert 23 Millionen Euro, ganz stark, Schulte 450.000, hat jetzt 16,5 Millionen Euro Marktwert, das sieht gut aus, wenn er so weitermacht, können wir da richtigen Plus machen, Rashford auch schon 16,5 Millionen Euro Marktwert, hat jetzt einen 79, ist er erst 18, Meier 26,5 Millionen Euro Marktwert, sehr schön. So, und jetzt gehen wir weiter, damit ich die Folge hier mal beenden kann, denn die wird gerade schon wieder ein bisschen lang, ja, aber ich quatsche halt immer ganz gerne und ein bisschen viel. Ich hoffe, es ist nicht allzu tragisch. So, Ecuador will uns als Nationaltrainer. Komm, das lehnen wir ab. Südafrika auch. Tschechien auch. Spieler ist auskuriert. Bentaleb ist wieder fit. Sehr schön. Und auch Donis Avcicic. Sehr schön. Da können wir das Talent mal wieder ein bisschen spielen lassen. Kann ich Sie was fragen? Ja, er will mal ein bisschen spielen. Das dürfte auf jeden Fall, weil von ihm bin ich Fan. Und er will im nächsten Spiel auf der Bank sitzen. Aber da wird schon Conor Bianca wieder spielen. So, jetzt haben wir noch ein paar Jugendspieler hier. Spieler verpflichten. Matthias Horn ist ja eh schon weg. Den können wir mal ablehnen. Können wir ablehnen. Ihn verpflichten wir mal noch. Genau, so passt's. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, nur ein Punkt. Ein ganz später Ausgleich gegen Bremen. Total unnötig.
10 Spiele, 11 Punkte. Wir müssen bis zur Winterpause noch einiges an Punkte holen. Es sind noch 7 Spiele. Heißt, es sind rein theoretisch noch 21 Punkte zu holen. Eigentlich bräuchte man schon 19 Punkte noch. Also 6 Siege und ein Unentschieden. Ja, es wird interessant, ob wir das noch hinkriegen mit der Champions, mit dem Champions League Platz auf Platz 4. Aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn er auswärts gegen Wolfsburg wieder einschaltet. Und schaut mal bei Augsburg vorbei. Ich sag Servus, euer Dormis FIFA.